Delegiertenversammlung der Region Sagansenland Werdenberg im Hotel Tamina zu Fettis. Der Präsident Christoph Gull hat begrüßt und ist zügig durch Geschäft durchgegangen. Hat gut erklärt und gut erklärt ist halb abgestimmt. Alle Traktanten sind ohne Gegenstimme wie Butter durchgegangen. Die Jahresrechnung, der Antrag auf eine Anschubfinanzierung, Förderraum, das ist eine gemeinnützige Organisation mit über 30 Jahren Erfahrung in fachgerechter und empathischer Begleitung von Menschen mit einer Beeinträchtigung, dann das Budget, dann auch die Statutenanpassung. Das Schwerpunktthema war Fachkräftemangel und wie man die Region attraktiver machen kann. Das braucht ein Netzwerk und einen attraktiven Auftritt, den der Geschäftsführer René Lehnherr präsentiert hat. Man sucht Partnerschaften mit Firmen und hat auch schon einige knüpfen können. Heidi Troisio kurbelt das mit Elan an. Mit Geschichten und Gesichtern verpackt in Fachkräfteporträts macht sie das. Das will man forcieren und hat darum ihren Job in der Geschäftsstelle von 30% auf 50% personell aufgerüstet. Das alles kann man auch nachlesen unter der eingeblendeten Netzadresse. Das Schwerpunktthema war also Fachkräftemangel. Die Referentin Karin Jung, Leiterin Amt für Wirtschaft und Arbeit vom Kanton St. Gallen. Mehrjahresprogramm der Standortförderung. Das ist wie so ein spezifischer Teil unserer Arbeit. Wie es gesagt, die Arbeit der Standortförderung basiert auf dem Standortförderungsgesetz. Also wir können nicht einfach irgendetwas tun. Das, glaube ich, ist bei den meisten von Ihnen auch der Fall. Und die Finanzierung, die wir in der Standortförderung machen, basiert auf dem Standortförderungsprogramm, das der Kantonsrat jeweils verabschiedet. Mit der Verabschiedung von dem Programm, also einerseits inhaltlich, verabschiedet der Kantonsrat auch einen Kredit, wo man dann damit schaffen könnte. Das aktuell geltende Staffelprogramm 23 bis 27 hat der Kantonsrat im Herbst 2022 einstimmig verabschiedet und so können wir jetzt wieder für die nächsten Jahre arbeiten und haben den entsprechenden Kredit. Das ist selbstverständlich nicht irgendein weisses Papier, das wir hier in uns dann irgendein Programm machen können, sondern das Programm, das wir für die Standortförderung machen, basiert auf Grundlagen. Einerseits auf der Schwerpunktplanung der Regierung 2021 bis 2031 hat sich die Regierung 5 Schwerpunktziele gesetzt und uns im Speziellen betrifft die beiden Schwerpunktziele Innovationskraft erhöhen und digitalen Wandel gestalten. Das ist so ein bisschen der eine Teil, der unser Standortförderungsprogramm definiert. Dann der Bericht von der Regierung zur Stärkung der Ressourcenkraft im Kanton St. Gallen. Die Themen kommen immer wieder. Auch hier in diesem Bericht geht es darum, wie gelingt es im Kanton St. Gallen, die Ressourcenkraft stärken. Das ist so eine schöne Umschreibung, wo es letztlich dann um Steuergelder geht. Ja. Auch hier in diesem Bericht hat es gewisse Themen, die speziell oder direkt auf unser Standortförderungsprogramm einwirken. Und dann gibt es noch das Thema Regionalpolitik. Das ist ein Instrument, wo sich auch der Bund an Projekten der Kantone beteiligt. An diesen Projekten ist der Kanton verpflichtet, 50% der Kosten der Projektkosten zu tragen und diese Kosten kommen bei uns aus dem Standortförderungsprogramm. Es interessiert Sie vielleicht, ja, was ist denn eigentlich der Inhalt? Das Programm ist eigentlich so in 3 Hauptschwerpunkte aufgeteilt. Das ist auf der einen Seite das Thema Basisdienstleistungen, das ist da machen wir eigentlich immer. Das ändert sich von Programm zu Programm auch nicht. Bestandespflege, also die bestehenden Unternehmen, die hier sind, schauen. Ich sage einmal, das ist immer noch der günstigste Part. Eine Ansiedlung ist sehr viel teurer und aufwendiger, weder, dass man den bestehenden Unternehmen schaut. Arbeits- und Fachkräfte, vielleicht auch hier eben. Arbeits- und Fachkräfte, das Thema ist bei uns unter Basisdienstleistungen, weil wir sind überzeugt, das ist ein Thema, das nicht jetzt irgendwie mal schnell aktuell ist und es wird wieder verschwinden, sondern es wird uns begleiten. Darum ist das bei uns unter Basisdienstleistungen, Kongressunterstützung, Öffentlichkeitsarbeit. Im Bereich Wirtschaftsförderung ist das der Teil Innovation und Start-up-Förderung. Auch da gibt es natürlich eine enge Verbindung zwischen dem Thema Arbeits- und Fachkräfte. Das eine bedingt das andere und umgekehrt. Ansiedlung und Standortvermarktung. Da gehört auch dazu Immobilien und Areal, ein Thema, das immer wichtiger wird.
Sie in der Gemeinde werden das gut kennen. Der Boden wird rarer, wird schwieriger. Also ist es wichtig, dass man da gute Entwicklungsprojekte hat. Sonst gelingt es nicht, dass sich bestehende Unternehmen weiterentwickeln können oder neue Unternehmen zu uns kommen. Und dann ist, wie gesagt, auch noch der Teil Tourismusförderung. Das sind Teilprojekte, die aus dem Tourismusfonds, den ich gesagt habe, gezahlt werden. Und Entwicklungskonzepte und Infrastrukturprojekte. Für das ist dann die Standortförderung bzw. der Kanton zuständig. Im Bereich Angebotsentwicklung unterstützt der Tourismusrat. Und die DMOs, Entwicklungskonzepte, wie gesagt, das läuft beim Kanton. Also eine grosse Themenvielfalt, aber wir haben auch einen grosszügigen Kredit bekommen vom Kantonsrat. Also für die nächsten 5 Jahre stehen für genau die Themen, die ich jetzt erläutert habe, stehen knapp 12 Millionen zur Verfügung. Also da lässt sich durchaus etwas machen. Also wir sind gut unterwegs. Ich habe es gesagt, das Thema Arbeits- und Fachkräftemangel ist für uns ein Thema in der Basisdienstleistung. Es geht nicht weg. Es wird uns ewig, hoffentlich nicht ewig, aber sicher länger begleiten. Wieso sage ich das? Ich möchte gerne auf das hinweisen. Es ist nicht ein neues Thema, da verrate ich Ihnen nichts Neues. Wir hatten so ein bisschen den Eindruck, nach dieser Covid-Pandemie ist das Thema wie so neu aufkommen, aber wenn wir ehrlich sind, ist das schon vorhin ein Thema gewesen, das viel besprochen worden ist. Ich glaube, der Unterschied ist so, dass wir vor der Pandemie vorwiegend von Fachkräftemangel geredet haben. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, mittlerweile sind wir bei einem Arbeits- und Fachkräftemangel gelandet. Ich habe es gesagt, aus meiner Sicht ist das nicht ein Thema, das sich irgendwie schnell erledigen lässt oder wo es eine gute oder einfache Abhilfe gibt. Man sieht dem Chart an, die dunkelgrünen Kurven sind die 65 oder über 65-Jährigen und unten dran sind die 20-Jährigen. Also man sieht, wie viel steigen aus dem Arbeitsmarkt aus und wie viel steigen ein. Und da muss man jetzt kein grosser Mathematiker sein, um das können zu verstehen. Ja, wenn weniger einsteigen, wie aussteigen, ja, dann hat es letztlich einfach zu wenig da. Also da können wir nicht wegdiskutieren. Das ist eine Situation, die uns, man sieht es, noch länger wird begleiten. Der Peak nimmt wohl ab, aber die Kurven kommen noch eine Weile nicht zusammen. Also das ist sicherlich der eine Hintergrund, wo wir uns einfach müssen akzeptieren. Also es ist einfach so, wir haben weniger Leute, die arbeiten bei uns. Dann hat es natürlich aber auch noch andere Themen. Ich glaube, auch da muss man sehen, in welcher Situation sind, konjunkturell. Ich habe gesagt, als ich das Chart mit der Arbeitslosenquote gezeigt habe, ich komme dann nochmal darauf zurück. Wir sind konjunkturell in einer Situation, in der wir Vollbeschäftigung haben. Also auch da macht es nicht einfacher, um Leute zu suchen, wenn schon alle einen Job haben, hat es einfach auch weniger, die dann einen suchen. Wir haben strukturell ein paar Themen, beispielsweise Gesundheitswesen, IT- und Ingenieurberufe, wo es im Grundsatz einfach schon zu wenig Leute herum hat, die über diese Kompetenzen verfügen. Und dann zeigen sich aber auch Veränderungen im Erwerbsleben. Ich kann mir vorstellen, in Ihren Unternehmen, in Ihren Gemeinden ist das ähnlich. Es hat vermehrt Leute, die möchten Teilzeit arbeiten, und zwar egal welches Alter, egal ob Frau oder Mann. Und auch da muss man kein grosser Mathematiker sein. Wenn man vorher 5 Mitarbeiter hatte, die 100% gearbeitet haben, und man hat jetzt neue 5, die 80% arbeiten wollen, ja, dann braucht es einen 6. oder einen 6. Also die Menge an Leuten, die man braucht, um zu arbeiten, steigt durch das. Ich wollte mich da nicht darüber auslassen, ob jetzt, das gut ist, die Tendenz zur Teilzeitarbeit. Ich glaube, das ist auch so ein Fakt, der einfach ist. Unsere Gesellschaft verändert sich. Der Bedarf, der Wunsch nach Teilzeitarbeit steigt. Aber wir müssen uns bewusst sein, was das einfach auch für eine Auswirkung hat auf unseren Arbeitsmarkt.
IHK hat im letzten Jahr eine Umfrage gemacht bei den Unternehmen in der Ostschweiz. Zwischen Juli und August 2022, 200 Unternehmen haben mitgemacht. Und wenn man hier sieht, also ehrlicherweise wenig überraschend, aber es zeigt das, was wir jetzt genau besprochen haben, die Situation am Arbeitsmarkt ist angespannt. 9 von 10 Unternehmen beurteilen die Lage als eher bis sehr angespannt. 2/3 der Ostschweizer Unternehmen bekunden nach eigener Angabe Mühe mit der Rekrutierung des Personals. Also die Chart, die ich vorher gezeigt habe, die widerspiegelt sich hier in dieser Umfrage deutlich. Oder? Also, ganz viele Unternehmen haben wirklich Mühe, um Leute zu finden. Was kann man machen dagegen machen? Der Kanton hat verschiedene Angebote und Dienstleistungen in diesem Bereich, oder wo sollen helfen, dass unsere Unternehmen die richtigen, die besten, die passendsten Mitarbeitenden finden. Da gibt es beispielsweise den Anlass Pro Ost. Das ist eine Initiative, wo die Kantone St. Gallen, Thurgau und die beiden Appenzell miteinander machen. Zielgruppen sind Personen außerkantonal, also außerhalb der Ostschweiz, erfahrene Fach- und Führungskräfte, so im Alter zwischen 30 und 45. Die Überlegung ist so, dass es viele jüngere Leute auch hat, die beispielsweise fürs Studium weggehen. Nach dem Studium vielleicht so vor der Haustür von dort, wo sie das Studium gemacht haben, auch einen Job findet und so den Kontakt zum Heimatort oder zu der Ostschweiz verlieren. Und es muss Ziel sein, ihnen aufzuzeigen, was für attraktive Arbeitsplätze, was für eine attraktive Region wir hier sind, um die auch aufzuzeigen, hey, kommt doch wieder zurück. Es ist also nicht nur in Zürich oder Bern les, sondern bei uns mindestens so. Der Anlass funktioniert so, dass es einerseits eine grosse Messe ist, wo sich Unternehmen den Interessierten vorstellen. Es gibt Unternehmensbesichtigungen, es gibt begleitend dazu Referate, wo man die Region vorstellen oder den Kanton vorstellen kann, aber auch inhaltliche Themen. Wir haben das jetzt bereits 8-mal durchgeführt, mit einem Gap während dieser Pandemiephase, bis wir so vielmal für viele Veranstaltungen waren. Sind. Die nächste Anlass ist am 18. August 2023. Da kann man sich auch noch anmelden, übrigens. Also da wäre so eine Aufforderung, wer sich interessiert. Was ich spannend finde, ist so ein bisschen, aus dem MINT-Bereich sind 48% der Teilnehmenden, Wirtschaftswissenschaften 39%, Psychologie 2% und so ein bisschen aus den übrigen Fachrichtungen 11%. Durchschnittlich sind es so um die 250 bis 300 Teilnehmende, die an dem Anlass teilnehmen. Der Anlass nebenzu, Sprungbrett-Event, fokussiert auf eine jüngere Gruppe, nämlich Studienabgängerinnen und Studienabgänger. Das Ziel ist dort dasselbe, oder? Dass man den Studienabgängerinnen und Abgänger zeigt, was für tolle Unternehmen das wir haben bei uns im Kanton, dass man zeigt, was für tolle Chancen das es auch gibt, dass man nicht immer nur bei einem grossen Unternehmen muss arbeiten, dass man dann auch Karrierechancen, gerade jetzt auch in einem kleineren Unternehmen, durchaus vielleicht auch eher hat, also die Möglichkeiten vielleicht ins Ausland zu gehen, dass man vielleicht schneller in dieser Position ist in einem kleineren Unternehmen. Es funktioniert so ein bisschen ähnlich wie es beim Alles pro Ost ist auch. Es sind Unternehmensbesichtigungen und es gibt im Anschluss an die Unternehmensbesichtigungen einen gemeinsamen Anlass, wo man sich trifft und austauscht. Auch da kann man sich noch anmelden. Das ist zwar ein bisschen sportlicher, da ist der nächste Anlass am 28. April. Das ist natürlich vom Studium her ist die Veranstaltung im Frühling besser. Aber auch hier, also die, die ein bisschen parat sind, die, glaube ich, die schaffen es locker noch, um am 28. April mit dabei zu sein. Eine Plattform gibt es auch überregional. Das ist eine Initiative auch von den Kantonen St. Gallen, Thurgau und beiden Appenzell miteinander. Wilder Osten. Die Plattform gibt es seit dem September 2018. Da ist auch die Idee, dass man die Region gemeinsam als attraktiven Arbeits- und Wohnort definiert, weil meistens entscheidet man sich ja nicht ganz allein für den Job.
Also das Beispiel, das vorhin aufgeführt worden ist, der Herr, der Hund und Familie mitbringt. Ohne den Herr zu kennen, ich weiß es nicht, aber ich gehe jetzt einmal davon aus, er hat sich vermutlich vorhin abgesprochen mit seiner Familie. Seine Familie hat das müssen lesen finden, da hinzukommen, oder? Und für die Familie ist ja der Job, wo jetzt in dem Fall der Herr macht, also vermutlich insofern lesen, damit er am Abend zufrieden und glücklich ist. Aber für die Familie zählt ja viel mehr. Ist die Schule gut? Ist das Freizeitangebot? Hat es tolle Vereine? Gibt es Möglichkeiten zum Wohnen, die dem entspricht? Also es braucht viel mehr, weil er allein nur einen interessanten Job. Und das ist so ein bisschen die Idee von dieser Plattform, dass man das Umfeld eben genauso mitzeigt. Es ist auch da, es sind in erster Linie Unternehmen, die sich und ihre Unternehmung und ihre Jobs präsentieren und die Plattform bietet dann quasi das Umfeld an. Das sind 65 Unternehmen, überall die 4 Kantone sind mit dabei, 24 Netzwerkpartner und sind als Verein organisiert. Dann sind es aber auch Massnahmen, die übergreifend funktionieren, der Joint Medical Master mit der Überzeugung, wir müssen unsere Ärztinnen und Ärzte selber ausbilden oder hier ausbilden, in der Hoffnung, dass dann mehr da bleiben. Das ist ein Angebot vom Kantonsspital zusammen mit dem Universitätsspital Zürich, wo ein Teil der Ausbildung bei uns St. Gallen ist, wo natürlich die Hoffnung ist, wenn die hier eine gute Ausbildung bekommen, wenn die hier ein gutes Netzwerk aufbauen können, in spannende Projekte involviert sind, dass sie nachher ihre Ärztelaufbahn und ihre Karriere hier weiterführen. Das nächste ist bereits erwähnt worden, die IT-Bildungsoffensive, wo einerseits die ICT-Scouts mitfinanziert. Das ist eine Offensive, die in ganz verschiedene Themen hineinspielt. Bewusst über verschiedene Schulstufen, über verschiedene Projekte. Weil die Überzeugung ist, es muss gelingen, dass man schon Schülerinnen, Schüler, Jugendliche das Thema IT näher bringt, auch ein bisschen Begeisterung weckt. Nur so wird es uns gelingen, dass man genügend Fachkräfte in diesem Bereich nimmt. Also eben, dass man noch einen Job in diesem Bereich lernt und dass man in diesem Bereich tätig sein will. Ich glaube, da kann man mal auf die Homepage schauen, was das alles für verschiedene Themen sind. Eben, es ist Lehrerausbildung, also, dass Lehrer ihren Schülerinnen und Schülern das Thema näher bringen. Das sind solche Themen, die erwähnt worden sind. Es ist an der Berufsschule, es hat ein neues Institut an der HSG zu dem Thema. Also es ist eine breite Offensive. Und letztlich spielt auch so Themen wie der neue Switzerland Innovation Park Ost auf das Thema Arbeit zum Fachkräftemangel. Wenn es uns gelingt, dass wir als Region wahrgenommen werden, wo tolle Forschung läuft, wo sehr innovativ ist, dann ist es spannend für Arbeit zum Fachkräfte hier hinzukommen, weil da läuft etwas, da gibt es interessante Jobs, da passiert etwas. Der Standort von Switzerland Innovation Park ist in St. Gallen, aber das ist nicht nur in St. Gallen, sondern es hat einen Ableger in Buchs mit Research, wo in das Netzwerk von Switzerland Innovation Park reingehört. Da sind wir ein Standort von 6 in der ganzen Schweiz. Der ist im Aufbau, gegründet worden September 2021. Da läuft jetzt der Aufbau, da ist ein Geschäftsführer, ein Verwaltungsrat jetzt am Arbeiten, wo jetzt quasi die Aktivitäten aufläuft. Das ist so ein ähnliches Thema, wie du vorhin gesagt hast, mit den Steuern. Das zahlt nicht ein nächstes Jahr. Und vermutlich übernächstes Jahr auch noch nicht wirklich, oder? Sondern es ist ein Thema, das längerfristig geht, das uns gelingen muss, dass einerseits unsere bestehenden Unternehmen hier aktiv mitschaffen, wo es spannend wird für Unternehmen oder Forschungsabteilungen hier hinzukommen und man dann über da natürlich eine entsprechende Wirkung entfaltet, wo man sagt, hey, da läuft etwas, da ist spannend, da will ich auch hingehen. Ich glaube, zusammenfassend lässt sich sagen,
Zurzeit ist der Arbeits- und Fachkräftemangel sicherlich ganz stark konjunkturell geprägt. Also ich verweise da wieder auf meinen Chart zu den Arbeitslosenzahlen. Aber es wird nicht weggehen. Oder der Arbeitsmarkt wächst deutlich mehr als Angebot von Arbeitskräften. Und ja, wenn es eine mehr wächst, wann nach unten dann entsteht eine Mangelsituation. Wir sind der Überzeugung, dass der Staat, jetzt in unserem Fall der Kanton oder vermutlich in Ihrem Fall von der Gemeinde, ist dafür verantwortlich, für Rahmenbedingungen zu setzen, richtige Rahmenbedingungen zu setzen, dass es den Unternehmen gelingt, ihre gesuchten Arbeits- und Fachkräfte zu finden, aber das Halten oder das Anwerben von den geeigneten Mitarbeitenden ist und bleibt Aufgabe des einzelnen Unternehmens. Und da zeigt sich dann auch, es hat Unternehmen, wo das besser klingt und andere, wo sich ein bisschen schwerer tun. Da ist halt auch der Wettbewerb, den wir haben. Denn, ich habe es gesagt, am Anfang ist mir in Aussicht gestellt worden, ich dürfe Wünsche an die Region formulieren. Wir sagen, ja, das passiert einem sonst eigentlich nur an Weihnachten. Wenn man das unter einem Jahr darf, umso schöner. Ich nehme die Gelegenheit gern wahr. Und mein Wunsch ist insofern ja, einfach. Oder ich glaube, es ist auch heute Abend oder heute Nachmittag schon ein paar Mal gesagt worden. Ich glaube, es ist wichtig, dass es gelingt, regional eine gute Abstimmung zu finden, dass es gelingt, eine gute gemeinsame Stimme zu haben. Ich sage das jetzt konkret, wenn Projekte aus der Region kommen. Für uns ist es schwierig, wenn ein Projekt irgendwo herkommt und aus der gleichen Region kommen dann auch die kritischen Stimmen. Ja, lasst man jetzt die kritische Stimme oder derjenige oder derjenige, der das Projekt gebracht hat, wenn es gelingt, dass das Projekt bereits regional gut abgestimmt herkommt, ist es viel einfacher, um nachher ein Bundesprojekt umzusetzen, voranzutreiben, mitzufinanzieren, was auch immer. Aber ich glaube, die Punkte sind heute Abend schon ein paar Mal genannt worden, oder? So die regionale Abstimmung, das Miteinander, ein Zusammen miteinander etwas zu machen, gibt letztlich mehr, weder, wenn jeder allein etwas macht. Und dann glaube ich auch, so ein bisschen den Blick über die Region raus, würde mich freuen, dass man nicht alles nochmal neu erfindet, sondern es sind ganz ein Haufen Sachen schon rum, oder? Natürlich, ich sehe da, man hat immer so ein bisschen den Anspruch, man will so das Einzige und das Beste und das Neueste haben. Aber oft ist es ja einfach auch ein bisschen effizienter, wenn man ein bisschen abkupfert von anderen oder mit anderen zusammen etwas macht. Da glaube ich auch, da erreichen wir schlussendlich mehr, wenn jeder in seinem eigenen Gärtchen etwas versucht. Ja, und damit bin ich am Ende. Und wenn ich wünschen durfte, glaube ich, gilt das Angebot durchaus auch gegenseitig. Ich bin gespannt, gibt es Wünsche von Ihrer Seite, gibt es Fragen, gibt es Bemerkungen. Ich bin gespannt auf den Austausch und Ihre Wünsche. Grosse Anerkennung von der Delegierten für Karin Jung. Erwähnt worden ist dann aus der Versammlung heraus auch noch Research, das Forschungs- und Innovationszentrum Rintal. Ihr kennt das wahrscheinlich, sonst schaut doch mal nach. Forschung und Innovation fördern, unterstützen und betreiben, wirklich ganz eine gute Sache. Und dann hat sich auch der Erich Zoller gemeldet und er hat einfach bemängelt, der riesige Verwaltungsaufwand für jedes kleinste bisschen. Und das hat Karin Jung auch können unterstützen. Ich verstehe das sehr gut, oder? Ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage vom Fokus, oder? Das, was Sie jetzt ansprechen, dass man Prozesse oder Abläufe oder vor allem auch gesetzliche Bestimmungen muss schlanker und effizienter machen, ich glaube, das ist Aufgabe der Politik. Das sind Sie im Kantonsrat die Richtigen, die da Einfluss nehmen können. Wir im Rahmen der Standortförderung haben Möglichkeiten, auf Rahmenbedingungen oder auf Möglichkeiten hinzuweisen. Wir haben im Rahmen des Standortförderungsprogramms nicht Möglichkeiten, jetzt eben den Prozess für den Parkplatz, Sie haben das Beispiel genannt, anzugehen. Oder? Sondern da ist, glaube ich, einfach so ein bisschen die Frage von der Aufteilung und von der Zuständigkeiten. Oder? Aber ich teile Ihre Ansicht. Also, man hat gesehen, die Kurven, oder? Also,
auch mit allem Marketing bringt man die Kurve nicht weg, dass da mehr aus dem Arbeitsleben wieder reingeht. Das bringt man mit Marketing nicht weg. Sondern dem kann man nur entgegenwirken, indem das Prozess effizienter wird. Beim Kanton, aber bei den Unternehmen selbstverständlich auch. Oder? Ja, ja da, also da teile ich Ihre Ansicht durchaus. Aber wir haben nicht die Möglichkeiten, politisch darauf einzuwirken, dass gesetzliche Grundlagen oder so passieren. Weitere Frage zum Fachkräftemangel im Personalbereich von Angelo Umberg, Spital Wallenstadt. Und Angelo Umberg, ja, Gemeindepräsident von Wallenstadt. Ja, Fachkräftemangel, wie ist denn das? Warum bildet man nicht anders aus? Die Antwort auch hier von Karin Jung. Ja, also durchaus. Oder? Ich glaube, es ist so ein das Thema von der Berufsbildung, wie bei uns in der Schweiz das organisiert ist. Oder? Berufsbildung ist in erster Linie ja eigentlich Aufgabe und Zuständigkeit der Verbände. Und also, ich finde immer, also wer das aus meiner Sicht nicht so schlecht macht, sind so die Hölzigen, oder? Die weibeln wirklich gut, dass man quasi so einen, ich sage es jetzt so ein bisschen pauschal, so einen hölzigen Beruf lernt. Wo es offensichtlich immer noch einigermaßen gut klingt, dass sie Lernende finden, die einen hölzigen Beruf lernen. Aber sie sind auch sehr aktiv. Und in der Pflege, also da denke ich auch, oder? Da passiert wenig, dass man eben, so, ich sage jetzt so, ein bisschen, so weibelt, eben, wie das beispielsweise die Hölzigen machen. Und dann ist es, das ist es auch dort ein Wettbewerb, oder? Diejenigen, wo es besser klingt, Jugendliche, Junge für einen Beruf zu begeistern, die gewinnen dann die Lernenden. Und die anderen, die das weniger oder weniger gut machen, dort hat es einfach dann auch weniger Lernende. Ja. Da und wenn schon wenig einsteigen, dann ist es hinten raus, treibt man das Problem dann lang mit, ja? Es bleibt also Luft nach oben, vor allem auch im Zusammenwirken der Regionen. RSW heisst der Region zum ganzen Land Werderberg und das ist auch rausgekommen, wenn halt die beiden wirklich zusammenheben, wenn es eine Region ist, wenn man zusammen an einem Strick zieht, dann ist man auch erfolgreicher. Das vielleicht auch eine Message, die man hier mitnehmen kann.